Trunks. Also sagen wir mal, das ist eine ein Land, ein Platz im Zeitfluss. Also ist das eigentlich auch wieder eine Parallelwelt. Es soll keine Saiyajin mehr geben, aber hier gibt es noch welche. Sie sind die grimmigsten Krieger des Universums. Sie sterben nicht leicht. Hui. Okay. Winken. Guten Tag. Okay, der will ich. Also hier laufen halt Leute rum, aber ich denke mal, dass das... wenn das Spieler sind, laufen hier rum oder sind das jetzt... Ja. Manchmal nennt man uns seltsam, aber nicht so seltsam wie die Majin. Sie sind interessant. Wo kommen sie denn her? Ich kann jetzt nur raten, dass das Spielercharaktere sind, die auf dem Server gespeichert sind und hier einfach so rumlaufen. Was ist das denn? Okay, geh bitte aus dem Weg. Ihr muss geputzt werden. Ja, okay, den kann man nicht spielen. Gut, ja, Trunks, ja. Sag mal was. Toki-Toki-Stadt hat ein Zeitfeld, ein Industriegebiet und einen Zeitmaschineplatz. Ach so, ja gut, das hatten wir gerade. Dann, warte, ich quatsch gleich mit dem. Ich will mal wissen, was eine Raumzeitzustellung ist. Willkommen bei Raumzeitzustellungen. Du kannst andere Geschenke schicken oder welche erhalten. Wir haben momentan noch geschlossen, aber komm bald wieder. Ich denke, das liegt gerade daran, für den europäischen Markt, weil das Spiel ja jetzt am 27. rauskommt und ich habe es halt ein bisschen früher, damit ich schon mal aufnehmen kann. Ich denke mal, dass es bis dahin, bis zum 27. geöffnet wird. Gut, dann sprechen wir mal mit diesem Namekianer hier. Vier Zeitsoldaten schützen den Zeitfluss und leiten ihn auf den richtigen Weg. Wir kümmern uns um Bösewichte, die die Geschichte zerstören wollen. Wir brauchen Kraft, um sie zu bekämpfen. Deshalb trainieren wir oft. Also, ich dachte, du wolltest mir jetzt... okay. Gut, der Herr hat also nichts für mich. So, da kann man die Dragon Balls... sammeln wohl. Das ist ein Podest für Dragon Balls. Du kannst die jetzt nicht benutzen. Ja, Dragon Balls kann man auch nicht so oft benutzen. Ich weiß nicht, wie das jetzt in dem Spiel ist. Normalerweise dauert es ja ein Jahr, bis man die Dragon Balls wieder nutzen kann. Der sieht mir aus wie ein Mensch. Oh, du bist also der Krieger, den Shenlong gerufen hat. Der für ein Face, Alter. Es kursieren Gerüchte, dass du ein Spezial-Elite-Mitglied bist. Das hatte ich nicht erwartet. Menschen sind nicht immer das, was sie zu sein scheinen. Entschuldigung. Guter Herr, ich bin ein Saiyajin. Ich bin auch ein Zeitsoldat. Also bin ich dein Vorgesetzter. Haha. Solltest du irgendwas brauchen, komm zu mir. Ich bring dir bei, was es heißt, ein Zeitsoldat zu sein. Okay. Also der Platz ist jetzt ein bisschen öde. Wobei das hier im Hintergrund, die Riesenzahnräder und der Shenlong-Weg... oder Shenlong an sich schon ganz geil ist. Oh, das ist ja cool. Ich bin da auf dem Ding zu sehen. Weltkampf NSC, lokaler Kampf NSC. Achso, hier kann man wohl dann... Oh, guck mal, ausgewachsene Krillins. Hier geht es um den Weltkampf, aber wir sind noch nicht ganz so weit. Der Weltkampf ist ein Online-Event, an dem du teilnehmen kannst, wenn du mit dem Xenoverse-Server verbunden bist. Bitte zeig uns deine Stärke, wenn das Event startet. Ja, okay, das ist also... wie gesagt, weil ich etwas früher zocke, noch nicht freigeschaltet für den europäischen Markt. Lokaler Kampf NSC. Mit zwei Controllern kannst du lokal im VS-Modus spielen. Du wirst benachrichtigt, sobald du lokal im VS-Modus spielen kannst. Ach, kann ich auch noch nicht? Okay, das liegt wohl daran, weil ich erst eine Weile spielen muss, bevor ich darf. Dann wollen wir mal im Industriegebiet. Hast du noch was? Achso, nö, der hat nichts mehr. Der hat aber ein... Hallo, süße. Oh. Gut, dann wollen wir mal ins Industriegebiet wandern. Ist aber schon schön, dass man so eine Online-Komponente drum gebaut hat, dass man jetzt so eine Stadt hat, bevor man zur Mission geht und so, kann man hier langlaufen. Also das ist schon ganz cool. Konnichiwa. Synthese macht Spaß. Manchmal erhält man unerwartete Objekte. Das erinnert an die alten Dragon Ball-Spiele, wo man in den Tenkaichi, glaube ich, Sachen zusammenwurschen konnte, um Charaktere und Items zu kriegen. Warum ist meine Tonspur eigentlich immer so leise? Mensch, ich kann doch nicht ins Mikrofon brüllen, ich brauche unbedingt ein neues. Objekte laden. Willkommen, wir verkaufen Z-Seelen und Objekte, wir haben geschlossen.
Wenn wir aufhören haben, zeige ich dir alles. Komm bald vorbei. Entschuldigt, ich rede und lese gleichzeitig. Das klappt bei mir nicht so gut. Also ich gehe mal jetzt davon aus, dass alles bisher geschlossen ist. Ja. Oh, auch ein cooler Namekianer. Ich bin der Beobachter. Keine Veränderung in Tokitoki-Stadt. Heute ist es friedlich, wie immer. Also ich muss ja sagen, ich finde das schon mal ganz cool. Ah, ein Saiyajin. Mit einer Saiyajin-Rüstung. Ja, die muss man dann wohl mit Geld hier kaufen. Harry. Ernsthaft? Ich wollte schon eins mal nennen. Okay, das ist einer von Freezers Clan. Hm, du bist ein Fremder. Bist du ein neuer Zeitsoldat? Für den Job musst du stark sein. Kann ein Neuling wie du das denn? Ja, weiß ich nicht. Harry, wie siehst du aus? Oh Gott, wie so ein Großer mit einer Son Gohan-Frisur als kleiner Junge. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kate. Ich sollte die Dragon Balls im Einkaufs- oder Kommunikationsbereich nutzen. Oder ich helfe dem Kaioshin der Zeit beim Zeitnetz. Was tun? Also, ich spreche die jetzt halbwegs normal, weil dieses, wenn ich das von anderen Let's Playern sehe, dieses, wenn das ein Mädchen ist, Mädchenstimme sprechen, ist immer ein bisschen doof. Newt, na gut, ab zum Zeitmaschinenlandeplatz. Ich weiß, ich laber ein bisschen viel, aber ich muss es mir ja erst selbst mal angucken. Purcell. Also, die haben schon geil aussehende Charaktere, so ist das nicht. Guten Tag, hey, wir müssen reden. Ich reise durch die Zeit, um Verzerrungen in der Geschichte zu beheben. Verzerrungen können Katastrophen auslösen. Sei du auch vorsichtig. Ja, danke. Offline-Kämpfe, Online-Kämpfe. Online-Parallelen-Quests. Teamregistrierung. Naja, geht ja eh alles noch nicht. Goma. Och, wie süß, ein kleiner Majin. Er ist echt niedlich. Aber das Gesicht ist scheiße. Gut, was haben wir hier? Information. Dies ist die Nachrichtentafel. Hier findest du Bestenlisten und andere Benachrichtigungen. Aber momentan kannst du hier nichts sehen. Ich fühle mich diskriminiert. Das war natürlich nur Quatsch. Aber wir gehen trotzdem mal hier hin. Aber das geht wahrscheinlich. Du kannst dich mit bis zu 3 Spielern zu einem Team zusammenschließen. Teamregistrierung ist momentan nicht verfügbar. Du kannst dir die Zeit mit Zeitpatrouillen oder Parallelquests vertreiben. Das war so klar. Jetzt muss ich hier also sinnlos rumlaufen und gucken, ob ich irgendwas finde. Na danke, Trunks. Oh, ernsthaft? Ihr habt hier eine Mr. Satan-Statue? Der größte Schwachkopf unter der Sonne kriegt auch in Tokitoki statt. Ernsthaft, eine Statue? Ich würde ja gern auf diese kleinen Welten dort drüben über den Shenlong laufen. Aber ich ahne, dass das nicht gehen wird. Vielleicht ein DLCs. Ach nee, in DLCs sollen ja nur Charaktere sein. So, aber was machen wir denn jetzt? Also ich bin jetzt hier rumgelaufen. Geht hier irgendwas? Die Registrierung ist gerade geschlossen. Du kannst derweil aber Zeitpatrouillen oder PQ offline machen. Offline-Parallel-Quest bringt da nichts. Aber wo mache ich denn die Patrol-Dinger jetzt? Hat Chance nicht gesagt, das sind eigentlich 4 Stufen? 4 Gebiete, aber irgendwie sehe ich nur 3. So. Ja, geht nicht. Oh! Ach, hier ist was. Ah. Was hat Amy denn zu sagen? Ja. Wenn du irgendwas über SV, VS-Modus, PQ oder Doki-Doki-Stadt wissen willst, frag mich. Datenbank wird geladen. Ja, danke für nichts. Oh. Hey Kumpel, harte Arbeit als Zeitsoldat. Bist du ein Neuling? Hier ist ein Zeichen meiner Freundschaft. Ich passe immer auf dich auf. Und von nun an, viel Glück. Eine Energiekapsel S. Wo geht's hier hin? Ah, ich darf da noch nicht lang, okay. Anpassen. Ausrüstung ändern. Zubehör habe ich keins. Fähigkeiten. Attribute boosten. Oh, ich müsste die auch mal benutzen, ne? Maximale Gesundheit. Die war ja recht niedrig, du.
Grundangriff. Ja, speichern. Kampfobjektwechsel. Oh, das ist gut. Okay, sehr gut. So, Trunks, können wir jetzt weitermachen? Ja! Ja, wir können weitermachen! Du bist sicher hier, um der Zeitpatrouille zu helfen. Vielen Dank, als hätte ich jetzt noch eine Wahl. Ich habe mir von Shenlong einen starken Helfer gewünscht. Jemanden, der an meiner Seite kämpft. Komm hier entlang. Darf ich deine Hand halten, Trunks? Bitte. Okay, dann bin ich ja mal sehr gespannt. Ich muss mal irgendwas trinken. Das Zeitnest, okay. Das sieht aus wie die Wohnung von Sandy aus SpongeBob. Ganz klar. この場所を管理しておられる時の海洋神様のお住まいと国蔵庫と呼ばれる書物の倉庫があります。ぜひお願いしたい仕事があるので、早速ですが国蔵庫へ行きましょう。 Okay, es ist also keine große Sache. Dann gucken wir mal. Oh, ich freue mich schon, die ganzen Charaktere wieder zu treffen. これは終わりと始まりの書。宇宙の時間、歴史の流れ、すべてが書き記された巻物です。ですが、いえ、まずはこれを見てください。 Dann mach mal auf. Ich sehe zwar nicht viel, aber oh, da ist ein Fernseher drin. Da ist ein Fernseher eingebaut. Ja, 761. Oh, ganz vor, ganz vor. Oder so, ich kann das nicht aussprechen, japanisch. ご覧の通りです。時空が歪み、あなたの伝え聞いている歴史とは結末が変わってしまっているはずです。俺たちの手で本来の結果に戻し、歴史の改変を直さなければなりません。あなたの力で悟空さんたちを助けてあげてください。お願いします。 Okay, dann wollen wir mal Son Goku helfen. Takeshi und Goku versus Raditz. Ja, 761. Saigo ni mou ichidu dake chansu o yaro. どうすれば、お前も、お前の息子も助けてやる。せーく、俺はおめえらの仲間になんて絶対なんねえぞ。そうか、だったらお遊びはこれまでだ。の。お父さんを、いじめるな。 このガキ、やめろ。なんだと？ 貴様の知り合いか、孫悟空。いや、でもよ。 一緒に戦ってくれるみてえだな。
Der traut einen immer so schnell, der Goku. Invasion der Erde, Saiyajin-Krieger Raditz. Okay. Ja, dann wollen wir mal gucken, wie wir Raditz dann auf die Fresse hauen. Oh, man müsste seinen Gegner auch mal anvisieren. So ein bisschen Battle of Z-Style. Der war gar nicht mal so schlecht. Stärker und grausamer als seine alte Form. Ah, mach das immer zu früh. Na, komm her. Kakaroto. Ah, ich hab's rausgefunden. Man muss einfach nur A danach drücken. Ja gut, dann komm her, Ralf. Dann ist auch klar. Ja gut. Nur A drücken ist gut. Irgendwie war das ja doch falsch. Block. Okay. Schafft. Oh, nur A, nicht Z. Oh, bin ich aber beleidigt. Levelaufstieg. Cool. Also gibt es immer 3 Punkte pro. Und da sind wir auch wieder weg. Trunks weiß ja nicht, dass ich schon mal andere Dragon Ball Spiele gespielt habe. Aber ich habe da dann doch mal irgendwo eine kleine Kritik. Ich weiß, das ist ab 12. Und man kann nicht übermäßig Brutalität reinbauen. Aber dass selbst die Einschusslöcher fehlen und in der Serie immer noch drin sind, auch in der Blu-ray, dann hätte man sie wenigstens schwarz machen können, wie bei Dragon Ball Kai in der, sagen wir, geschnittenen Fassung. Das ist so ein bisschen, was mir jetzt sauer aufstößt. Weil das finde ich jetzt für den Massenmarkt zugeschnitten, dass man es ab 12 verkaufen kann und dann sowas weglässt, finde ich jetzt uncool. Aber gut, muss Bandai Namco selbst wissen. Ist nur, wenn man das gesehen hat, schade eigentlich. Ein bisschen schade. Also langsam kriege ich ein Gefühl für die Steuerung, das ist ja schon mal gut. Aha. ときの海王神様に巻物をまとめてもらえば全て解決。あ、悟空さんのことなら心配いりませんよ。ちゃんとドラゴンボールで復活しますからね。ダンクシュー。それから実は歴史の改変が起きているのはあの巻物だけじゃないんです。また準備ができたら声をかけてください。お願いしますね。 Ja, ich lasse mir ein bisschen Zeit, weil wir ja uns kurz mal umschauen wollen, bevor wir dann weitermachen. Du kannst jetzt alle Läden im Ladenbereich nutzen. Wow. Okay. Das Wasser hat so ein...
Das Wasser, finde ich, eigentlich hat einen schönen Effekt. Okay, gibt es hier irgendwas zu begutachten? Ich fände das ja jetzt richtig derbst geil, wenn man hier frei rumfliegen kann. Ja, leider ist das nicht der Fall. Ja, und in ein Gebäude kann man wohl auch nicht einfach so reingehen. Ups. Na ja, wollte ich doch nicht. Mal da rein, bevor ich mit Trunks rede. Prolog. Saiyajin-Saga. Achso, hier kann man die wiederholen, wenn man möchte. Ah, so. Okay, das ist ein bisschen schade, dass man sich nicht frei einfach so bewegen kann. Also, so wie ich das momentan sehe, ist da noch ein bisschen viel Potenzial nach oben in dem Spiel. Also sollten sie ein zweites davon in Angriff nehmen, bitte mit mehr in Gebäude laufen und eine Stadt, wo ich frei rumfliegen kann. Das ist jetzt auch nicht groß hier, aber zum Fliegen wäre das schon geil. Also ist schon mal die erste Verbesserung, die ich mir für Nachfolger wünschen würde. Gut, reden wir weiter mit Trunks. Ja. Oh, ja, ich habe vergessen, dir was Wichtiges zu sagen. Zeitsoldaten haben zwei Aufgaben. Die Zeitpatrouille, die du gerade gemacht hast, um Probleme zu beheben, und die Parallelquests. Probier am besten einfach aus, dann hast du den Dreh schnell raus. Yeah, Reime, Alter. Die Zeitmaschinenhafen von Toki-Toki-Stadt ist hinter dem Tor links. Der Zeitmaschinenhafen, Entschuldigung. Sprich mit dem Roboter im Gebäude für Parallelquests, PQ-Registrierung. Er wird dir alles erklären, das hoffe ich zumindest. Der Trunks hat ja sehr viel Vertrauen in diese Gil-Roboter. Geh zu PQ-Registrierung am Zeitmaschinenlandeplatz, um Parallelquests anzunehmen. Einige Parallelquests starten nicht bei der Registrierung, sondern als Bitte eines Charakters in Toki-Toki-Stadt. Oh ja, ich gebe dir das auch. Es ist ein Scouter. Du hast folgendes erhalten. Scouter, altes Modul, grün. Kleinen Reminder vom Vorpart. Ich habe gesagt, dass man diverse Sachen wohl erst nutzen kann, wenn die Server freigeschaltet sind für europäischen Markt, weil ich das Spiel vorher habe. Es kann natürlich sein, dass das reine Spekulation von mir war und die jetzt erst freigeschaltet werden, nachdem ich ein paar Missionen gemacht habe. Wenn das dem sein sollte, Entschuldigung, falsche Information oder falsche Interpretation. Gut, so suchst du Gegner. Drück im Kampf rechts, sag ich, das ist typisch ein Fehler, links natürlich, ich Idiot, für eine Suche nach Gegnern. Du findest Gegner, die weit weg sind oder sich hinter Hindernissen verstecken oder kannst ihre Stärke ansehen. Ich hätte jetzt gesagt und, aber beim Anvisieren während der Suche siehst du genaue Informationen. Meine Mutter hat ihn gemacht, indem sie Freezer Scouter angepasst hat. Da draußen gibt es noch Scouter, die anders aussehen, aber sie funktionieren alle gleich. Oh, jetzt hast du mich schon gespoilert. Das ist wichtige Kampfausrüstung und in Parallelquests sind die besonders nützlich. Rüste sie aus und probier sie mal. Okay, anpassen. Ausrüstung anpassen. Zubehör. Scouter, altes Modul. Ach, das geht hier gar nicht, oder? Ja, Trunks, du bist mir eine Nase, ey. Kann ich ja gar nicht hier benutzen. Ja. Ja, ich hau ja schon ab. Hab ich schon verstanden. Arschloch. Ja gut, dann gehen wir mal weiter. Aha. Ah, das ist da, wo ich eigentlich gerade lang wollte, okay. Also ich kann den hier noch nicht benutzen. Raumzustellung will ich auch nicht. Zeitmaschinenlandeplatz. Wir gehen mal zum Industriegebiet nochmal. Ich spekulierte im Vorpart natürlich auch nur darauf, dass die Charaktere erstellte sind von Spielern und nur so rumlaufen. Kann natürlich auch sein, was wohl eher ist, dass die vom Spiel einfach gestellt sind und platziert, dass die anderen Charaktere, also richtige Spieler, später erst kommen. Was mich jetzt ein bisschen als einen Doofen dastehen lässt. Willkommen, wir verkaufen hier Zettel und Objekte.
Kaufen! Ah, okay. Sammel all deine Kraft! Ah, okay. Was sind solche Sachen? Das sind also Buffs und sowas. Ein Mischladen, was hat er denn? Ein Mischladen, Materialmischung. Rezeptmischung. Weiß im Besitz eine. Achso, da braucht man die Sachen für, okay? Also in dem Laden kann man sich Sachen zusammenbrauen lassen, wenn man sie denn hat. Nee, man sieht aus wie ein... wie heißt der? Salsa in... meine ich, hieß der in klein und weiblich. Kostümladen. Hier hat man direkt ikonische Rüstung. Von Saiyajins. Bulmas Klamotten. Jetzt mit Arm. Ausschnitt, oder? Nee, mit. Oder den Gi von Son Goku. Und noch ein paar Schuhe. Und, ja, kann man sich schlecht hinter verstecken. Ja, scheint ja ganz cool zu sein. Dass selbst die Capsule-Dinger, Capsule Corporation Roboter Scouter haben. Okay. Was haben wir denn? Kampfanzug Raditz. Ach so, die haben sogar noch Auswirkungen. Das ist ja geil. Das ist ja ganz cool. Kostüme Raditz. Karinga Stammkostüm. Traditionelles Kostüm des Karinga-Stammes, der unter dem Königturm lebt. Ja gut, mit einer Zeit schaltet man natürlich mehr frei, also. Guten Tag, Harry. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal zum Zeitmaschinen-Landeplatz. Und schauen uns mal an, was da so geht. Oh, jetzt geht auf einmal mein Firefox auf.